Im heutigen Video zeige ich euch, wie man einen Speed-Sensor und einen Trittfrequenzsensor an sein Rad montiert. Ihr habt euch so einen schicken GPS-Radcomputer gekauft und denkt euch, ach, so einen Speed-Sensor, den brauche ich nie wieder im Leben. Warum man den manchmal doch braucht und wie man auch noch einen Trittfrequenzsensor hier in so einem Set an sein Fahrrad montiert, das zeige ich euch heute. Los geht's! Warum braucht man überhaupt einen Speed-Sensor oder einen Trittfrequenzsensor an seinem Fahrrad? Speed-Sensor ganz einfach, zum Beispiel wenn man einen Aerotest auf der Radrennbahn macht, das ist meistens in der Halle und da ist der Empfang einfach nicht so vom GPS, dass man das als Geschwindigkeit nutzen kann. Da wären die Zahlen einfach viel zu ungenau. Außerdem ist das gleiche, wenn man mal mit einem Gravelbike oder mit einem Mountainbike durch den Wald fährt. Da ist mir auch schon mal passiert, dass das GPS-Signal weg ist. Und wenn man durch einen Tunnel fährt, dann ist natürlich auch das GPS-Signal, kennt man wahrscheinlich vom Auto, man fährt einen Tunnel rein, GPS-Signal ist weg. Und da kann dann einfach so ein Speed-Sensor einfach helfen, weiterhin die Geschwindigkeit anzuzeigen. Und so ein Trittfrequenzsensor, der hilft halt einfach, vielleicht wenn man Defizite hat oder immer zu dicke Mühle fährt, dass man daran erinnert wird, okay, meine Trittfrequenz, die ist unter 70, 80, ich sollte mal einen Gang niedriger schalten, dann sollte man auf jeden Fall mal einen Trittfrequenzsensor an sein Rad anbauen. Wir haben jetzt hier also einen Speed-Sensor und Trittfrequenzsensor von Wahoo und da kommt mit so eine Halterung für den Speed-Sensor, der wird durch die Vorderradnarbe durchgefriemelt. Außerdem ist eine Halterung natürlich für den Trittfrequenzsensor, der dann an der Kurbel fixiert wird mit zwei Kabelbindern. Wie man überhaupt seine ersten Schritte mit einem Wahoo-Computer macht, das hat euch der Mario schon mal in einem anderen Video gezeigt. Schaut euch das am besten an, das war ist super hilfreich. Ja. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer noch so ein Knipser für die Kabelbinder am Ende und die Teile, da gibt es nämlich öfters mal ein Update für und dafür braucht ihr ein Smartphone und die richtige App und zwar die Wahoo Fitness App und damit könnt ihr dann eure Speed- und Trittfrequenzsensoren auf den neuesten Stand bringen und habt lange Freude dran. Also, fangen wir jetzt mal an. Wir schnappen uns zuallererst den Speed-Sensor und versuchen den mal mit unserer App von Wahoo zu koppeln. Dazu müsst ihr dann auf die Startseite gehen. Unten links steht hier bei mir Workout. Da habt ihr dann die Rubrik Sensoren koppeln oder verknüpfen. Das wählen wir einmal aus. Und dann steht oben neuen Sensor verbinden. Ganz intuitiv. Einen neuen Sensor schnell koppeln. Das klingt hervorragend. Jetzt hat er hier noch nichts gefunden. Nochmal wiederholen. Wirklich nah ans Handy halten. Manchmal fragt er nach dem Standort. Ah, hier, perfekt. Da haben wir den mit der ANT Plus Identifikationsnummer 36227. Den wählen wir dann aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den umbenennen. Ich nenne den jetzt mal TK Speed. Dann könnt ihr den einfacher wiederfinden. Ganz wichtig ist auch noch, den richtigen Radumfang einzustellen. Also entweder macht ihr Oldschool und nehmt vom Ventil an, macht einmal eine Umdrehung und messt dann die zurückgelegte Strecke von eurem Reifen. Oder ihr macht es einfach einfacher und schaut auf die Seite von eurem Reifen. Da ist meistens die Dimension angegeben. In meinem Fall ist das hier ein Conti-Reifen, der hat 25 minus 622. Das kann ich dann hier in der App auswählen. Das entspricht einem Radumfang von 2,11 Meter. Und das wählen wir dann aus, gehen zurück, Sensor haben wir umbenannt und dann können wir auf Sensor speichern. Können noch auswählen, in welchen Trainingsprofilen wir den haben wollen. Laufen brauchen wir jetzt nicht, aber ich habe einen Kicker und will ihn zum Radfahren benutzen. Dann klicken wir auf Weiter und dann haben wir den soweit eingerichtet. Was ich noch ganz vergessen habe, wenn ein neues Update da wäre, dann würde das automatisch aufploppen und euch darauf hinweisen, hier ein neues Update verfügbar. Ich würde es euch empfehlen, macht das Update, denn dann sind Bugs und irgendwelche kleinen Fehler, die auftreten können, ausgemerzt. Dann nehmen wir uns gleich den Cadence-Sensor und bewegen den mal ein bisschen, damit der hier ins Leben gerufen wird. Da blinkt er schon auf, dann wählen wir den auch noch aus. Den nennen wir jetzt wieder um. Den nenne ich TK Cadence. Hier würde auch wieder das Update-Vorschlag kommen, kommt nicht. Also Updates sind alle auf dem aktuellsten Stand. Hier müssen wir jetzt keinen Radumfang oder Tritt oder Kurbellänge eintragen, weil das spielt hier keine Rolle. Wir können uns hier auch noch die Sensor-Version anschauen, die Firmware-Version.
Und hier steht auch nochmal die ID-Nummer vom AND-Plus-Sensor. Aber das brauchen wir alles nicht. Hier sehen wir auch wieder die ID, die Verbindungsstärke und dann Sensor speichern. Wieder für Kicker und Radfahren. Und dann haben wir den auch soweit eingerichtet. Wenn wir jetzt die Sensoren nach Updates überprüft haben und umbenannt haben, je nachdem, ob ihr das wollt oder nicht, dann müssen wir das jetzt auch mal mit unserem Wahoo-Element, Roam in dem Fall, koppeln. Und dazu müsst ihr den natürlich erstmal anschalten und dann ins Menü gehen. Wer sich damit ein bisschen auskennt, das geht ganz einfach, kurz auf den An-Aus-Knopf gehen. Dann seid ihr im Menü, dann geht ihr hier runter, Sensoren und dann Sensoren hinzufügen und dann hier in der Mitte auswählen. Jetzt nehmen wir mal zuerst den Speed-Sensor, halten den daneben. Da haben wir jetzt wieder unser ANT Plus und dann machen wir auf Save. Jetzt müssen wir auch nicht mehr den Radumfang einstellen, weil das haben wir ja schon vorhin über die App gemacht. Das ist dann der Vorteil, finde ich, ein bisschen einfacher übers Handy vielleicht. Aber ihr könnt das auch hier am Tacho einstellen. Ja, dann haben wir den Geschwindigkeitssensor verbunden. Jetzt fehlt noch der Trittfrequenzsensor. Gleiches Spiel in Gelb oder Grün. Wieder neuen Sensor hinzufügen. Hier mal ein bisschen warten. Da haben wir unseren Trittfrequenzsensor. ID passt wieder wie vorhin und dann wieder auf Abspeichern, Save drücken und dann haben wir den auch verbunden. Hier seht ihr, grüne Balken ist immer ein gutes Zeichen für Verbindung. Ja, und dann müssen wir die auch nur noch ans Rad montieren und das ist auch super einfach, aber das zeige ich euch jetzt. So, Sensoren haben wir jetzt soweit gekoppelt, jetzt fehlt nur noch der Einbau. Wir nehmen jetzt zuerst den Speed-Sensor, dafür ist hier diese Halterung, die sieht so aus. Dafür müsst ihr dann einmal dieses Gummi-Ding hier abnehmen und den Speed-Sensor hier reinlegen. Das ist egal, welche Richtung, Hauptsache der passt rein. So, das ist jetzt hier drin, das ist richtig eingeklickt. Jetzt müssen wir wieder dieses Gummi hier nehmen und einmal hier so einlegen und richtig reinfriemeln. So, also hier, da gibt es auch unterschiedliche Seiten, das passt nur von einer Seite, aber das erkennt ihr auf jeden Fall. So, das passt. Und jetzt müssen wir das auf die, oder um die Vorderradnarbe montieren. Dazu nehmen wir am besten einfach mal das Vorderrad raus. Dann ist das alles viel einfacher. Richtig aufdrehen. Wir haben nämlich noch die Nasen an der Gabel. So, wenn wir das Laufrad dann ausgebaut haben, am besten hier so auf den Tisch stellen, dann ist es einfacher. Dann müssen wir hier einmal das auf die Vorderradnarbe legen. Jetzt hat man Vorteile, wenn man etwas zartere Finger hat und einmal hier das Gummi so ungefähr rumlegen und dann nochmal umgreifen vielleicht, damit wir das wirklich hier so das drauf machen. Das passt. Hier blinkt auch alles. Das sollte funktioniert haben. Das war ja jetzt eigentlich relativ easy. Dann können wir das Laufrad auch direkt wieder einbauen. Einmal so drauf achten, dass ihr das richtig festmacht und auch erstmal den ersten Check machen, Vorderrad andrehen und schon haben wir Geschwindigkeit 8,2 km/h, 9, 11. Ja, da fragt uns jetzt auch schon, Training starten oder nicht. Machen wir noch nein. Also Speed-Sensor hat funktioniert, das sollte geklappt haben. Das mit dem Speed-Sensor hat jetzt einwandfrei geklappt. Jetzt kommen wir zum Trittfrequenzsensor. Der wird an der Kurbel angebracht. Und da müsst ihr dann erstmal schauen, welche Variante für euch passt. Also es gibt einmal die Variante mit Kabelbindern und einmal mit doppelseitigem Klebeband oder so einem Aufkleber. Der wird extra mitgeliefert. Wo ihr dann darauf achten müsst, welche Variante ihr wollt, müsst ihr vorher mal austesten, ob ihr genug Platz habt mit den Sitzstreben. Weil wenn der Sensor hier liegt, dann sind manche Rahmen so gebaut, dass es eng werden könnte, dass wenn ihr eine volle Kurbelumdrehung macht, dass ihr hier hinten an der Sitzstrebe schleift. Wenn ihr den kleben würdet, dann würde es haarscharf vorbeigehen, seht ihr. Aber wenn ich den Sensor hier in die Hülle, sage ich jetzt mal, für die Kabelbinder lege, dann sieht die ganze Sache anders aus und zwar ihr würdet hier gegenkommen. Man könnte dann sich Abhilfe schaffen und das hier auf die andere Seite machen. Aber da ist dann ja irgendwann unser Fuß und unser Schuh.
der könnte dann auch schleifen. Deswegen schaut, bevor ihr das wirklich festmacht, welche Variante für euch in Frage kommt. In dem Fall müssen wir uns jetzt für die Variante Aufkleben entscheiden. Deswegen nehmen wir das hier wieder ab und kleben das Ganze auf. Und darauf ist auf jeden Fall zu achten, dass hier die Oberfläche, ich weiß, eure Räder sind immer sauber, aber dass es hier frei von Fett ist. Da nehmt dann einfach mal so ein bisschen Bremsenreiniger oder so und wischt das Ganze hier sauber, damit der Kleber auch akkurat hält. Dann einfach hier den Kleber lösen und sauber hier drauf kleben. So, andrücken, Schutzfolie abziehen. Da braucht man gute Fingernägel für. So, dann kleben wir den hier auf. Achtet darauf, dass ihr nicht euer Pedalgewinde zuklebt, sondern einfach hier so. Dann einmal richtig festdrücken und den Test machen. Kommt dran vorbei. Und dann drehen wir das Ganze mal und hoffen, dass wir eine Trittfrequenz haben. Haben wir, also hat das geklappt. Perfekt. Wenn euer Rahmen es zulässt, diese Halterung mit den Kabelbindern zu vertragen, dann will ich euch das Ganze natürlich auch nicht vorenthalten. Dazu müsst ihr dann einfach den Sensor hier in diese mitgelieferte Gummischatulle, Hülle reinfriemeln. Ich habe hier schon mal die Kabelbinder durch. Hier sind dann so Öffnungen. Da müsst ihr dann einfach hier so durchfummeln. Und ich mache es jetzt natürlich erstmal falsch, aber damit ihr das besser sehen könnt, mache ich es hier außen rum. Und zwar geht das Ganze dann so und dann einmal durchfädeln, anziehen, auf der anderen Seite auch noch. Und zieht die am besten mit so einer Zange richtig fest. Ich weiß, das ist jetzt auf der falschen Seite und außen, deswegen nur zu Demonstrationszwecken. Eigentlich gehört das auf die linke Seite. Genau. Dann zieht ihr das richtig fest und am Ende müsst ihr nur noch die Enden hier abknipsen und dann passt das soweit. Das war mein Video, wie man einen Speed-Sensor und einen Trittfrequenzsensor von Wahoo an seinem Fahrrad montiert und auch mit seinem Tacho koppelt und die ganzen Updates fährt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Außerdem würde mich wirklich interessieren, fahrt ihr überhaupt noch einen Speed-Sensor und einen Trittfrequenzsensor oder sagt ihr, ach, das GPS-Signal, das reicht mir aus, so genau will ich die Geschwindigkeit gar nicht wissen, am Ende reichen mir die Kilometer und einen Trittfrequenzsensor brauche ich auch nicht, ich habe eh einen Powermeter. Schreibt es mir doch wirklich gerne in die Kommentare und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann folgt unserem Kanal GCN auf Deutsch. Ciao und bis zum nächsten Mal.